Das wird bestimmt toll. Ja, da haben wir wieder unser Feuermonster. Hast du noch nicht genug Wasser? Das ist der einzige Weg. Abbekommen. Ich muss es einfach tun. Nee, war schon Schlimmes. Dreh! Da war aber ein gutes Timing. Was anmachen. Müssen wir ihn irgendwie. Und weg nochmal. Er ist schwach. Vielleicht mit dem Feuerlöscher. Und mit dem Feuerlöscher, ja. Nein, mach den Feuerlöscher. Ja, das hat nochmal funktioniert. Komm schon. Was? Komm schon! Bleib endlich liegen! Ah, shit. Komm schon! Oh nein, wir können es nicht nochmal machen. Hier vielleicht, wenn er hier rumkommt. Ah, okay. Nicht gesehen, dass er stehen geblieben ist. Gewalt ist keine Lösung. Richtig. Wow, das ging erstaunlich schnell. 2 Minuten oder so. Mit Emily treffen. Ist Emily hier? Oh nein, es kommt schon wieder. Sit lachende etwas. Okay, Moment. Hier zum Verstecken. Okay, hier haben wir nochmal Batterien, die ich nicht aufnehmen kann. Naja, Schächte zum Verstecken haben wir hier noch. Das wird nützlich sein. Ah, Gott. Hör auf, dich zu bewegen. Dicker. Fleischklumpen. Oh je. Halt durch, Emily, ich komme. Das ist ein sehr langer Weg. Ich brauche das Gefühl, dass er nicht kürzer wird. Oh, jetzt sind wir wieder in der Turnhalle. Nicer Übergang. Fast da. Nur noch ein bisschen. Bisschen Leben. Okay, aber wir sind auf dem Dach. Ich sag ja, es ist Last of Us, ne? Und da ist Joel. Ne, ich glaube, das ist der Ticketmann, ne? Lass mal das Feuer ausmachen hier. Da liegt noch was. Das ist noch ein Steinmensch. Wenn dahin. Sie haben nur Augen für Emily. Sie beachten mich nicht mal. So, hier noch können wir auch echt Feuerwehrfrau werden. Wie ruhig hier alles ist. Oh, es fängt schon wieder an zu brennen. Die aus. So.
Warte mal, geh erstmal zu ihm hier rein. Du bist frei. Und noch ein Ticket. Seltsames Buch. Gefangen. Was ist hier los? Wie bin ich hier gelandet? Gestern war mein Leben zwar genauso beschissen wie sonst auch, aber zumindest sind da noch keine Monster durch die Stadt gelaufen, die mich fressen wollten. Jetzt bin ich in diesem höllischen, absurden Albtraum gefangen. Alles ist voller Asche. Ich habe erst Ärsche gelesen. Es gibt keinen Mond mehr? Gestern war noch Vollmond und jetzt ist er auf einmal spurlos verschwunden. Aber wann ist das alles passiert? Bin ich in die Zukunft gereist? Befinde ich mich in einer anderen Realität? Haben sich alle in Monster verwandelt? Liege ich im Koma und träume das alles nur? Was davon? Was ist hier los? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ich will hier weg, aber wie soll ich das alles rückgängig machen, wenn ich nicht weiß, was den ganzen Wahnsinn hier ausgelöst hat? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß nur, dass es keinen Ausweg gibt. So viel steht fest. Die Autos springen nicht an, die Telefone sind tot und zu Fuß komme ich hier nicht weg. Wie weit ich auch laufe, wenn ich mich umdrehe, bin ich nie weiter als eine Meile von der Stadt entfernt. Ich glaube, ich stecke in einem Käfig. Das ist es hier, ein verdammter Käfig. Irgendwas hat mich hier eingesperrt, um sich an mein Leid zu laben. Es will, dass ich leide und ist erst zufrieden, wenn ich tot bin. Oder etwas noch Schlimmeres. Ich könnte es noch mit der Seilbahn versuchen. Ich habe ein Ticket-Schnipsel in der Tasche. Keine Ahnung, wo ich den her habe. Sollte ich ihn jemand für mich dagelassen haben, ist das vielleicht ein Hinweis. Wenn ich es bis zur Seilbahn schaffe, ohne von diesen Monstern geschnappt zu werden, kann ich vielleicht entkommen. Vielleicht habe ich doch noch eine Chance. Turnhalle. Ich würde gerne noch mal kurz. Ich komme gar nicht mehr zurück, ne? Nochmal nach der Turnhalle gucken, ob wir da irgendwas übersehen haben, aber. Ja, jetzt ist eh zu spät. Aber das wolltest du doch. Sie nicht. Sie war gemein, wie die anderen. Aber ich. Emily, da bist du. Geht's dir gut? Du bist doch nicht verletzt. Lasst mich. Warum sagst du sowas? Du hast mich verlassen. Ich war neu in der Schule. Die anderen haben mich geärgert. Und du? Du bist meine Cousine. Und du hast mich ignoriert. Das stimmt nicht. Du bist schlimmer als sie. Ich dachte, wir wären Freunde. Lass uns heimgehen. Und dann zu Hause? Sieh dich doch um, Sally. Sieht das nach zu Hause aus? Wir sind gefangen. Wir können nichts tun. Es lässt uns einfach nicht. Slenderman! Nein, 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 nein! Du! Du solltest ihr doch helfen! Was? Warum ich? Ich hab's doch versucht! Aber keiner hilft mir! Schon gut. Vielleicht können wir immer noch etwas tun. Ich weiß, wo sie sie hinbringen. Runter in die Mine. Weit weg von uns. Ich kann nicht mit. Aber ich helfe dir rein. Du kannst es immer noch wieder in Ordnung bringen, Sally. Und dann? Sie hat recht. Die Stadt ist verloren. Und wir auch. Komm, Sally. Ich muss dir was zeigen. Hat er eine Sonnenbrille auf, weil er sonst grüne Augen hat? Weg ist er. Finde heraus, was passiert ist. Sally, das ist wichtig. Und wir sind die Einzige, die Farbe hat, ne?
kann mich jetzt gerade nicht an sie erinnern, aber ich glaube, unser roter Mantel sticht immer so raus. Hier eigentlich rein, hier rechts. Was ist das? Ist das Ethelwood? Aber wenn das... Wo bin ich denn dann? Was ist das für ein Ort? Emily hatte recht. Ja, es ist nicht mein Zuhause. Es ist fort, aber es gibt noch Hoffnung. Die Seilbahn wird dich endgültig von hier fortbringen. Aber zuerst musst du deine Cousine finden. Ich verstehe nicht. Woher wissen Sie all das? Kennen Sie Emily? Was genau sind Sie? Ich bin ein Freund. Ich habe Emily geholfen, lange bevor du kamst. Jetzt brauche ich deine Hilfe, um sie heimzubringen. Du musst Emily aus der Mine retten. Ich kümmere mich um den Rest. Okay. Ich tu's. Wir treffen uns am Schuleingang. Nimm dir Zeit. Sei vorbereitet. Du kannst erst aus der Mine zurückkehren, wenn du Emily gefunden hast. Ist das klar? Ja. Gut. Ich warte auf dich. Der alte Mann ist sofort von tot, wenn er grüne Augen hat. Und unsere Cousine vielleicht auch. Sie hatte jetzt noch keine grünen Augen, aber... Ich glaube, Farbe hatte sie jetzt auch nicht. Ich glaube, da ist auch nichts weiter drin. Wir kommen hier aber hoch. Ich will da mal kurz rüberspringen. Mal gucken. Sicher ist sicher. Müssen wir alles hier erkunden. Okay. Habe dieselbe Scheiße hier wieder reingekritzelt. Ja, zurück zur Tonhalle kommen wir von hier auf jeden Fall nicht. Dieser Mann. Er kannte Emily also. Versucht er wirklich zu helfen? Aber wenn? Warum verbirgt er dauernd was von mir? Ich will ihm ja vertrauen, aber... Na, ich hab eh keine Wahl. Was blinkt denn da hinten noch so schön? Noch ein seltsames Buch. Der alte Mann. Wir waren mal Freundinnen. Ich glaube, sie hatte mich wirklich lieb. Früher haben wir immer zusammen gespielt, aber jetzt ist sie genauso gemein zu mir wie die anderen. Ist das alles meine Schuld? Vielleicht bin ich ja ein langweiliger Dummkopf. Eine Heulsuse. Vielleicht bin ich ja deshalb hier. Vielleicht wollen die Monster mich ja deshalb fressen. Ich versuche nicht zu viel daran zu denken, an die fiesen Kinder und Sally. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, an etwas anderes zu denken, finde ich es in diesen komischen Büchern wieder. Ich habe den netten alten Mann um Hilfe gebeten. Er ist nett zu mir. In seiner Nähe fühle ich mich fast, als wäre ich wieder zu Hause. Er hat gesagt, ich solle warten und mich so gut wie möglich verstecken. Er hat gesagt, dass ich es nicht verdient habe, hier zu sein. Sportunterricht? Das hat man ja schon gelesen. Ah, hier ist wieder so ein Quarzteil. Die Tür kann man nicht.
Shit, mein Dings ist wieder leer. Okay. Die Rechte ist aber wieder offen. Das Draht abnehmen? Ah. Nee. Ja. Ach, wir brauchen ein Rad, glaube ich. Ich glaube, das liegt da oben. Ah, ich glaube, das ist auch so ein Ding. Warte mal, wenn wir die hier links und rechts... machen. Könnte da oben runterfallen. Ja. Super. So, und damit können wir hoffentlich das Ding auf. So. Mal gucken. Aha. Das du gehörst mir. Ah, meine Freunde sind ja wieder hier. Wo müssen wir denn eigentlich gerade hin? Zum Hauptgebäude. Okay. Null von ein Bild. Muss immer noch ein Bild rumliegen, okay. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ist das da hinten sein? Ich glaube fast ja. Oh. Shit. Shit. Ah, ihr Viecher seid so nervig. Ja, komm, lass mich gehen. Nee, hier ist kein Bild. Na toll. Ja, okay, die sehen wieder mein Licht. Wir hatten hier doch noch ein bisschen Leben rumliegen, oder?
Wir haben ein Geheimnis gefunden. Das war... Ich glaub's ja nicht. Wo geht's denn hier rein? Schulhof? Hardhat Area. Noch ein seltsames Buch. Hau ab. Sally meinte, sie würde heute mit mir nach Hause gehen. Ich war so froh, endlich etwas Zeit mit ihr verbringen zu können. Wenn wir unter uns sind, ist sie wirklich nett, aber wenn ihre Freunde dabei sind, redet sie nicht mit mir. Ich habe sie an der Bushaltestelle auf mich warten sehen. Sie hat gelächelt und mir zugewinkt, als ich auf sie zugerannt bin, aber dann haben sie ihre Freunde auf der anderen Straßenseite herübergerufen. Da hat Sally aufgehört, mir zuzulächeln. Ihre Freunde haben mich immer eine Rotzgöre genannt und Sally gesagt, dass sie in die Arkade wollen. Ich dachte, sie würde da bleiben, aber sie ist lieber mitgegangen. Dabei hatte sie doch versprochen, mit mir nach Hause zu gehen. Sie hat es versprochen. Ich habe ihr nachgerufen, aber sie hat mich nur geschubst und gesagt, dass ich abhauen soll. Ihre Freunde haben mich ausgelacht und dann musste ich wieder weinen. Ich weine immer. Sind das Sallys wahren Gefühle? Vielleicht sollte ich nicht nach Hause gehen. Vielleicht sollte ich wirklich abhauen. Oh Mann. Sind wirklich Sallys Freunde echt für den Arsch. Alter. Die war wahrscheinlich genauso unter Druck gesetzt irgendwie. Aber warum? Das macht alles gar keinen Sinn, ey. Kinder sind einfach scheiße. Ah, hier ist noch einer. Ach hey, was ist das denn? Jetzt. Noch ein Ticketstück. Noch ein seltsames Buch. Wir sind schuld. Das ist alles unsere Schuld. Unsere Schuld. Wir hätten die Vorzeichen erkennen und den Stecker ziehen sollen, aber wir waren blind. Blind vor Gier. Was bringt einen, ich bitte um Verzeihung, so brillanten Geist wie mich dazu, in einer so unscheinbaren Stadt wie Bethelwood zu wohnen und zu arbeiten? Darauf gibt es eine einfache Antwort. Es geht nicht um den Ort, sondern um das Projekt. Das Trinity College gab Newton Gelegenheit, unbeobachtet sein Ding zu machen. Das langweilige Patentamt in Bern spornte Einstein dazu an, Newton zu überwinden und über ihn hinauszugehen. Natürlich geht es nie allein um den Ort, aber auch er spielt eine Rolle. In meinem Fall sogar eine sehr große. Er war blutrot und leuchtete. Er verströmte teuflische Schwingungen, die ihn wie ein vergiftetes, uraltes Geschenk vergessener Götter erscheinen ließ. Wir nannten ihn Roten Quarz. Ein schlichter Name, damit keiner sich um seine überirdischen, energetischen Eigenschaften kümmerte. Eigenschaften, die bei einem brillanten Geist wie mir die Vision einer kohlenstofffreien Zukunft weckten, von fliegenden Autos und Hochgeschwindigkeitszügen. Als ich allerdings die Berichte der Abteilung für geistige Gesundheit las, wurde ich unruhig. So viele Bergleute waren auf unerklärliche Weise in schlimmen Depressionen oder etwas noch Schlimmerem versunken. Um das Problem zu verstehen, ging ich in den Geschichten über diese Berge nach. Und ich stieß auf ziemlich grausiges Material. Seltsamerweise erkannte selbst mein analytischer Verstand, dass darin ein Kern Wahrheit steckte, wie der rote Quarz erschaffen wurde, die Kräfte, die am Werke waren. Ja, auch bei so vielen anderen Dingen hatten die Ureinwohner es zuerst erkannt. Gebrochene Leute wie unsere Bergleute waren verschwunden. Der Berg war hungrig, erzählte einer der finsteren Geschichten. Er ernährt sich von Angst, den Ängsten der Verschollenen. Er schuf eine andere Realität, einen Jahrmarkt. Diese Ängste, um die Leute einzusperren und sich an ihrem ewigen Leid zu laben. Ist eine Person erst ausgezehrt, wird sie ein Teil des Berges. Ihr ihre Lebensessenz entzogen und in roten Quarz verwandelt. All das war wahr. So wahr wie die Schwerkraft. Ich versuchte, meine Kollegen zu warnen. Natürlich war es zwecklos. Sie dachten, ich leide an altersbedingter Verkalkung. Und weil ich nicht nachließe, wurde ich gefeuert. Deshalb musste ich den Brand legen. Es war nur ein kleiner Preis, um die Bewohner von Bethelwood aus den Fängen der bösen Mine zu befreien. Zumindest dachte ich das. Aber Tom kam mir mit seiner unersättlichen Gier dazwischen. Sie bauten die Stadt wieder auf. Sie verlegten sie einfach auf die andere Seite des Tals und versuchten, die Mine wieder zu öffnen. Mein ganzer Tun, das Leid und die Zerstörung,
die ich angerichtet habe, waren vergebens. Die Bewohner Bethelwoods sind immer noch in Gefahr. Jetzt kann ich nichts mehr tun. Der Berg hat mich gefangen und ich erblicke mit eigenen Augen, was er tut. Ich habe sein verdorbenes Herz gesehen. Alles, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, ist hier, um mich zu quälen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich dafür büßen muss, dass in dem Brand so viele Leute gestorben sind. Ich höre, wie die lodernden Flammen näher kommen. Die Zeit der Buße ist gekommen. Alter. Haben die einfach wegen Kohle und der scheiß Mine Dorf auf der anderen Seite nochmal gebaut. Ich glaube, in dem leeren Dorf sind wir gerade. Das vorherige. Hey. Furchtbar. Was ist das denn hier, ey? Okay. Ich wäre voll verrückt. Der Kern vom... Das Herz vom... vom Berg. Eine Lampe hilft da nicht, ne? Mach dich eiskalt. Nee, bringt auch nichts. Oh, hey. Hier irgendwas drücken oder so? Ich glaube nicht. Geht auch nicht. Es fehlt aber immer noch ein Bild, ne? Das kann ja wohl das sein soll. Sonst haben wir ja alles in der Gegend. Kann ja nochmal kurz in die Turnhalle reingucken. Bevor wir auch alles haben. Oder ich google einfach mal. Und der Ladebildschirm da durchläuft. Hier haben wir auf jeden Fall alles. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Mal gucken. Gehen wir nochmal in Arts Center rein. Schauen wir mal da, ob wir alles haben. Hier haben wir, ein Dokument und ein Mensch und ein Quarz. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Okay, der Quarz ist da rechts. Mal dafür noch mal gebraucht im Büro. Hab's zuerst gesehen. Nehmen wir direkt mal noch mal so ein Ding mit. Im Office. Stimmt, die sind Quarz. Ah, wir können ja. Bin ja auch blöd, ne? Können wir den mittlerweile einfrieren. Aha. Gut. Der Quarz gehört uns. So, Quarz haben wir. Ein Dokument. Ich frage, wo das sein soll. Das Auditorium ist verschlossen. Und ein so ein Mensch, oder auch mal der Mensch bedeutet. Das ist ein Menschbewohner. Ach so, die Bewohner sind wahrscheinlich die Menschen, die Steinmenschen. Wir haben Steinmensch übersehen. Die Frage ist nur, wo? Mal schauen. Hinter dem Aufzug. Okay.
Ich sehe nämlich gerade so eine Karte hinter dem Aufzug. Wie kommt man denn hinter den Aufzug? Ah, okay, man soll den Switch drücken. Ja, okay, das macht Sinn. Dann fährt der Elevator natürlich nach oben, aber wir springen wieder raus. Und dann gibt es hinter dem Elevator noch so einen Secret-Raum. Na, vielleicht sollten wir die Krähe vorher mal ausschalten, ne? Nicht, dass die uns sieht. Hoffen wir nicht. Nein! Wow, so schnell komme ich ja gar nicht raus. Aber könnten wir nicht von oben einfach runterspringen? Nee, das ist so ein offenes Ding gar nicht. Nein, bin ich nicht. Oh, warte, wir könnten hier eine Dose reinwerfen. Das können wir machen, das müsste funktionieren. Kommen wir nämlich rein. Stimmt, die Tür hatten wir mal gesehen von irgendwo. Ach herrje. Sieht schon wieder so minig aus hier. Ich weiß jetzt auch nicht, wie wir wieder zurückkommen, ne? Aber der Aufzug bleibt oben. Naja, hier haben wir ihn. Du bist frei. Bist aber auch gut versteckt hier. Seltsames Buch. Die Mine. Ich bin nutzlos. Ich bin heute in ein Haus eingebrochen. Ich musste das tun, weil ich von Münstern gejagt wurde und ich mich verstecken musste. Da ich auf der Flucht war, bin ich direkt durch ein Fenster eingestiegen, in dem ich es eingeschlagen habe. Das Haus wirkte von außen ganz normal, aber darin sah es aus wie in einer Mine. Da waren dampfende Rohre, Schiffwerkzeug, Helmlampen, Loren, Spitzhacken. Es klebte sogar Tom-Propaganda an den höhlenartigen Korridoren mit Geländer, die knapp in die Dunkelheit führten. Total abgefahren. Vollkommen absurd. Ich bin jetzt richtig wütend. Warum? Weil das alles nicht zusammenpasst. Jetzt mal ehrlich, ich dachte, ich wüsste, was hier los wäre. Ich bin ein erfahrener Psychoanalytiker, einer der Besten. Ich bin es gewohnt, das Unterbewusstsein zu interpretieren und so erkannte ich nach den wenigen Minuten dort, dass der ganze Irrsinn keinesfalls Zufall war. Meine Umgebung veränderte sich eindeutig anhand meiner eigenen Wahrnehmung. Da ich eine Spinnenphobie habe, wurde ich von Spinnenwesen gejagt. Da ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich 6 Jahre lang nicht mehr mit meinem Bruder geredet habe, gibt es hier einen Möchtegern-Doppelgänger von ihm mit unheimlichen grünen Augen, der mich verfolgt. Das ist alles wie in einem Albtraum. Ich weiß zwar nicht, was das alles, alles erzeugt, aber ich war mir ziemlich sicher, dass das alles Kind meiner eigenen Gedanken war. Allerdings sehe ich immer die Mine, wenn ich einen Ort aufsuche, an dem ich zuvor nicht war. Wie dieses Haus oder die Kanalisation. Die Mine. Was ergibt das für einen Sinn? Warum ausgerechnet die Mine? Vielleicht sind die Legenden ja wahr. Diese Geschichten der Ureinwohner, von denen das Management von Tom geredet hat. Laut ihnen ist die Mine verflucht. Sie soll Menschen verschlucken wie eine Venusfalle. Fliegen, ein nach dem anderen, schon seit Jahren. Ich glaube, mich hat sie jetzt auch erwischt. Ich habe ein Ticket für die Seilbahn in der Tasche. Wahrscheinlich bilde ich mir auch das nur ein, weil ich mich an einen unwirklichen letzten Strohhalm klammern will. Mein manifestierter Wille, zurück nach Hause zu gelangen, das wäre eine gute Erklärung. Ich bin schließlich ein brillanter Psychoanalytiker. Ich bekomme, was ich sehe, aber das hilft mir auch nicht weiter. Ich werde niemals von hier wegkommen. Ja. Große Psychoanalytiker, ja. Bist du nicht weit gekommen?
Okay, jetzt lässt keiner den Fahrstuhl runter. So, jetzt haben wir hier auch alles. Ist doch schön. Na komm, da will ich mal um. Ah, das hat er schon wieder gehört, ne? Gute Ohren haben die ja. So, Turnhalle und Kunstbereich können wir schon mal abhaken. In der Gegend. Uns fehlt ein so ein Bild. Wo ist denn so ein Bild? Da haben wir ja den Menschen um den Labyrinth haben wir. Pass the gas station. A chicken coop holds a picture. A chicken coop? Was soll denn ein Chicken Coop sein? Das haben wir schon gar nicht erst gesehen. Ich gehe nochmal ins Theater, ob wir da alles haben. Wenn wir mal wieder ein bisschen rumrennen können hier. Also ein schicken Coup müsste einem ja irgendwie auffallen, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwo ein schicken Coup war. Interessant. So. Ach ja, je. Ich fühle uns ja auch noch so einiges. Hier im Büro links. Da hatten wir noch einen Quarz. Ah, ja, lol. Hm. Gut. Hätte man einfach mal hier hinten hingehen müssen. Ich glaube, wir sind hier irgendwie runtergejumpt, ne? Und da links haben wir auch noch irgendwie. Und hinter der Bühne auch noch. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Was soll da überhaupt hinkommen? Ein Picture fehlt uns. Und der Dokument, das Dokument mit dem Menschen wahrscheinlich. Oh lol, hier hinter kommt man ja auch noch lang. Das habe ich auch gar nicht gesehen. Ah, hier ist er. Du bist frei. Noch ein Ticketstück. Obdachlos. Das Feuer, die Mine, diese Stimme aus den Lautsprechern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will, das ist einfach zu viel für mich. Es gab eine unheimliche Katastrophenmeldung von einem Erdrutsch und einer anstehenden Evakuierung. Als die Männer vom Tom eintrafen, habe ich sie angefleht, Jacob zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn nicht gefunden habe, aber sie haben mich einfach weggeschleift. Wenige Minuten später wurde die Stadt unter Tonnen von Steinen, Feuer und Asche begraben. Oh mein Gott, sie haben mir nicht einmal zugehört. Ich muss da wieder hoch. Ich muss ihn suchen, aber sie lassen mich nicht... Ich bin hier mit dem Rest der Stadtbewohner eingesperrt. Dieser schrecklichen Notunterkunft voller Schlafkojen. Das ergibt keinen Sinn. Ich hatte mal ein Leben. Wie konnte es so weit kommen? Die Leute umringen die Leute von Tom. Sie reden davon, die ganze Stadt wieder neu aufzubauen und uns neue Häuser zu verschaffen. Manche feiern sogar. Sie feiern! Ich kann mir das nicht anhören. Mir wird schlecht davon. Ich muss hier raus. Ich muss zurück. Zurück nach Bethelwood. Dort bin ich zu Hause bei Jacob. Unter den Stein. Ich habe ein Ticket für die Seilbahn. Das habe ich gekauft, weil ich vorhatte, Jacob heute noch oben in der Mine zu besuchen. Was mache ich jetzt damit? Jetzt komme ich damit nirgendwo hin. Am anderen Ende der Seilbahn ist nichts mehr. Nur die verschütteten Überreste meiner Lebens, unserer Lebens. Okay, ein bisschen komisch übersetzt mit dem Leben. Und hätten wir auch dort gefunden. So, ein Bild fehlt uns noch.
Könnte vielleicht irgendwo auf der Bühne oder so sein, da kann ich mir dort gut vorstellen. Da waren wir ja eh mit anderen Dingen beschäftigt. Oh Gott. Unsichtbare Wesen rennt hier schon wieder rum. Lass mich mal bitte in Ruhe. Hier noch so ein Bild rumliegen. Hier ist der Kinomann. Tatsächlich noch hinter die Bühne. Schauen wir mal. Nee, da geht's glaube ich einfach nur zum Auditorium. Da kann man mal auf meine Seite gucken, wo dieses Bild sein soll. Ah, neben den Treppen soll es direkt sein. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Okay, ich schau mal direkt. Hier haben wir alles. Das ist doch schön. Kunstbereich haben wir alles. So. Was ist das hier auch einfach nur eine Abkürzung? Ich will doch eine Pause backen. Ach, das hier erinnert mich auch schon wieder an The Last of Us, wo Ellie saß. Dina schwanger war. So. Da ist das Bild. Oh lol. Ja. Da war ich ja gar nicht gucken. Neun Haus mit Opa. So, jetzt haben wir hier auch alles. Schnell raus, bevor die Unsichtbare da wieder hinter uns her ist. Blöd ist, dass wir dann wieder hinter diesen oder an den Viechern da vorbei müssen. Ach, ich hoffe, die haben nicht respawned. Aber es kann gut sein. Ein Chicken-Coop. Ich meine, hier ist ja sowieso die Main Hall. Wir müssten ja sowieso auf die andere Seite. Strom. Nein! Jetzt bin ich doch mal reingerannt. Nein, müssen wir ja wieder unten durch. So, und hier müssen wir aber erstmal wieder Strom machen. Ja, ich weiß, ihr hört mich.
soll denn hier ein schicken Coup sein? Okay, ihr drei seid halt noch da. Das ist aber okay. Ist die Straße ja kaputt? Nehmen wir noch eine Dose mit. Hier ist Self-Service. Sind wir eigentlich schon hinter der Gasstation? Ach, das hier ist der Chicken Coop, ne? Oh, it's a picture. Ach, hier! Oh je. Ja, da muss man ja auch erstmal hingucken. Abschied. Oh. Die beiden. Frage ist jetzt, jetzt haben wir hier auch alles, außer ein Steinmensch und ein Dokument. Ich denke mal, die werden im Hauptgebäude noch sein, schätze ich mal. Weil hier haben wir ja auch alles zusammen. Ich hoffe, die können wir jetzt noch finden, wenn wir da wieder zurückgehen. So, die Frage, gehen wir direkt nach oben rein? Könnten wir ja auch, ne? Weil die Leiter steht ja da noch. Weiß noch nicht, ob sie es macht. Oder ob sie sagt, ja, nee, ich will vorne ins Hauptgebäude rein. Schauen. Du siehst mich nicht. Batterie ist auch schon wieder leer. Oder fast leer. Oh ja, das geht. Perfekt.